Da geht's auch schon fast nahtlos weiter. Ein Tag liegt dazwischen. Tails macht es schon die ganze Zeit. Der ist ein bisschen verwirrt, der junge Mann. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und gehen die letzten zwei Wege. Im letzten Part haben wir angefangen mit der letzten Zone hier. Sind die ersten beiden Wege gegangen, die unteren. Und jetzt gehen wir die oberen. So. Warte mal, das hier war so ein endlos doofes Ding, bis ich hier lang gehe. Genau, ja. Da musst du halt auch erstmal drauf kommen, ne? So. Hier wollen wir hoch. So. Schöner elektrischer Strom. Batz, in dein Gesicht. Da bitte direkt hin. Nee. Es war so klar, dass der genau in dem Moment die Kugel wirft. Ich folge diesem, in diesem Weg einfach mal den Schweinen. Die Schweine sind hier wegweisend. Ein Ring. So, Feierabend mit dir. Abmarsch. Da will ich rein. Alles vollautomatisch hier. Upsa. Also eigentlich jetzt, wo ich es nochmal so spiele, ist, wenn das meiste so ein bisschen automatisch geht und die Welten aus ein paar guten Sprüngen bestehen und so weiter, muss ich jetzt ehrlich sagen, dass ich, da werden mich jetzt einige dafür hassen, dass ich Sonic Mania wie Sonic Forces spielt. Gut, die Steuerung des 2D-Sonic ist hier definitiv viel, viel, viel besser, viel, viel ausgereifter. Und ist irgendwie nicht so schwammig. Aber von dem Weltenaufbau und so weiter, muss ich da jetzt ganz ehrlich sagen, es spielt sich ungefähr gleich. Ich finde also, das 3D-Sonic ist mit dem Modern Sonic richtig gut aufgelegt. Jetzt muss ich mich ducken. Jetzt kommen nämlich langsam alle hier aus den Ecken und sagen, sag mal, du Vollidiot, hör mal, 2D-Sonic-Spiele rulen und alles andere ist Kacke. Ja. Kann man aber auch alles ein bisschen objektiver betrachten und ein bisschen weiter denken als zum eigenen Bauchnabel. Hab ich gerade beleidigt? Nee, war doch nur so. Ist doch nur so, oder? Ja, ist doch nur so. Schön. Haben wir das geklärt. So, da will ich hoch. Aber Sonic Mania denke ich halt so ein bisschen an meine Kindheit bis hier. So, und jetzt kommt hier der Dimensionsriss zum großen Finale. Hallo? Robotnik? Was ist das denn? Ah, der hat hier auch den Phantom Ruby natürlich. Jetzt haben wir direkt keine Ringe mehr. Das war natürlich sehr gut. Soll ich den jetzt ohne Ringe wieder treffen? Nein. Aber wir müssen hier gegriffen werden. So. Gibt's hier Ringe? Hier gibt's Ringe. Man wird hier direkt wieder in der Dimension zurückgeschickt. Okay. Yeah. Du bist doch hier so voll gemeiner Typ. Oh, da kommen Raketen! Tut mir nichts mit deiner Elektrizität. Das tut mir weh. Spring mir jetzt bloß nicht auf den Kopf. Mit der Phase kann ich dann leben. Wenn es da wieder irgendwo Ringe gibt. Auf dieser Seite nicht. Hallo? Es gibt keine?
Bitte nicht. Ah, er kommt wieder. Darf mich wieder zurückschicken? Aber doch nicht so. Ich frag mich halt ernsthaft, wie ich denn am Anfang treffen soll. Ah, ich war. Ja, natürlich. So, dann zeig mir mal hier deine mächtige Waffe. Das ist übrigens genau das Ding, was Infinite anhat, ne? Ne, da komme ich so nicht dran. Nur danach. Blöden Raketen da. So, Tails nimmt für mich hier den Ring wieder auf. Das ist ja nett von ihm. Ups. Komm du auch, Tails. Ja, ich will nicht alleine sein. So, kann man die eigentlich auch kaputt machen? Das würde mich mal interessieren. War nix. Von der Seite vielleicht. So, machen wir hier schön die Arme kaputt. Je mehr Arme kaputt sind, desto leichter wird's. Guck, bei dem, wenn ich es richtig gesehen habe, können wir bei dem ja eigentlich relativ gut ausweichen. Wir müssen nur da in die Mitte kommen. Ja, und uns dann alle Ringe abholen lassen. Ich hoffe, der hat keinen anderen Rhythmus hier. Hallo? Nee, hat er nicht. Gut, jetzt. Das ist zu hoch. Muss ich aufpassen, jetzt kommen wieder hier die Raketen. So. Was machst du jetzt, hä? Jetzt hast du langsam nichts mehr. So. Jetzt wird er wahrscheinlich noch einmal diese Hand machen. Und ich hoffe jetzt, da sind Ringe drin in der Phase. Übt im Spiel. Das ist doch unglaublich. Wie blöd ist das denn gemacht, ey? Weißt du, da weißt du nicht, wo der rauskommt und bist du einfach direkt getroffen. Schön, danke. Danke fürs Gespräch, ey. Ohne Witz. Dankeschön. Ja. Ja. Ringe weg. Muss sagen, ich mag diesen Boss hier nicht, der ist blöd designt. Schön, es war schön schwer und bla. Von mir aus. Von mir aus, aber wisst ihr. Ja, fang halt direkt wieder mit deiner Elektrizität an. Kannst mich da mal, ey, echt. Ja, muss wieder auf dieser Seite natürlich spawnen. Was ist denn das? Warum wurde ich denn jetzt hier geblockt? Kann mir das mal jemand erklären? So ein blöder Boss. Ist dann eben ganz langsam. Passt auf, es gibt noch eine langsame Taktik. Brauchen hier eh einen ganzen Part für den Boss. Dann kann ich den anderen auch noch dazu schneiden. Das. Guckt hier, das ist die langsame Taktik. So.
Ja gut, machen wir das halt so. Ist ja egal. Ist ja auch egal. So, ich hole mal die Ringe. Danke. So. Machen wir das halt alles schön langsam. So. Dann. Ah, ich lande direkt hier drauf. So. Oh, 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 wow, das war aber knapp hier an meinem Popo. Ja, Mist, falsche Seite. Schutzschild. Spannend. Muss mich dann natürlich noch einmal treffen lassen. Keine Frage. So, jetzt kommen wir mal in die Zwischenphase mit dem Hut. Hoffentlich macht er uns diesmal nicht direkt kaputt. Ja toll, er hat uns eben verletzt und sein Hut auch. Klasse. So viel zu dem Thema, ne? Kannst du an der Stelle ja gar nichts mehr machen, irgendwie. Ja, machen wir den mal ein bisschen kaputt. Mach jetzt bloß nicht dumm hier. So. Hast du davon? Guck mal hier, wie dieses arme Kind da rummeckert und rumlungert. Verdient. Oh, da ist Knuckles. Er hat schon auf uns gewartet. Schön, Knuckles, aber nett von dir. Yo, das war Let's Play Sonic Mania im großen Teil, also im Story-Teil. Leg jetzt mal hier den Controller zur Seite. Achtung, wenn Geräusch kommt. Relativ gut vermieden. Und dafür dann einmal gegen das Mikrofon geschlagen. Yo, Sonic Mania hat mir gefallen. Man hat quasi, ja, man wurde in seine Kindheit zurückkatapultiert oder in das Zeitalter, in dem 2D-Sonic noch irgendwie aktuell war. Ist ja an sich auch nicht schlimm, ist an sich sogar sehr gut, weil die Spiele waren ja klasse. Und ich finde, die Zonen, die wir da hatten, also ich hätte mir halt gewünscht, dass es mehr neue Zonen gewesen wären, ja. Es waren ja irgendwie, was weiß ich, ich glaube 60-40 war das Verhältnis, 60% alte Zonen, 40% neue. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Diversität gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Und ja. Aber wisst ihr, dann ist das halt so. Soll ja auch nicht schmeckern. Vielleicht machen die ja irgendwie nochmal ein Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das Studio heißt, was die gemacht hat. Also, das Sonic Mania gemacht hat. Finde ich geil. Gut, am Anfang die ganzen Dinger, die man da sieht, ne? Pff, keine Ahnung. Da bin ich jetzt nicht so drin. Ja, gut, was soll man denn noch über Sonic Mania sagen? Ich meine, 2D-solides Spiel.
baut aufs Alte auf. Bisschen mehr Fortschritt drin, ein paar neue Innovationen drin. Ja. Ich war, wenn ich ehrlich bin, ich war von Sonic Forces bei der Ankündigung mehr geflasht als zu Sonic Mania, als die sagten, oh, Sonic Mania wird das große Spiel 2017. Ja, dachte ich so, ach nö, bitte nicht. Jetzt wollen sie jetzt wirklich zu den 2D-Wurzeln komplett zurück und wollen alles andere, was sie irgendwie erreicht haben, liegen lassen. Weil Sonic Colors war zum Beispiel. Sonic Colors war ein cooles Spiel. Ja, Sonic Generations war auch klasse. Die haben halt immer so ein bisschen rumgespielt, ne? Die haben halt mit Sonic Unleashed, haben sie diese Engine da rausgebracht und haben dann die Highspeed-Passagen eingebaut, die waren super geil, ja? Und dann haben sie aber gedacht, gut, müssen wir halt noch was Blödes einbauen, das war dann halt der Wehrigel. Waren sich ja auch nicht so blöd, man konnte verschiedene Kombis machen an Angriffen, und aber die Level waren halt viel zu lang teilweise und das hat halt irgendwie so mega-mäßig genervt. Bei Sonic Generations musste dann unbedingt der 2D-Sonic dabei sein, klar, war ja auch das Jubiläum und von wegen, man wollte sich daran zurückerinnern. War auch ganz gut gemacht. Ja, bei Sonic Colors war eigentlich nur diese High-Speed-Action, ne? Gut, da waren halt auch dann wieder diese Level, die dann nur 2D-Passagen hatten und so weiter. Ja, Sonic Lost Worlds war ein interessanter Ansatz. Weil man da auch ein bisschen langsamer wieder gehen konnte, aber ich fand es irgendwie ein bisschen, also war nicht so Highspeed-Action, war nicht so Sonic, war irgendwie so mehr Mario Galaxy schon fast, ne, irgendwie. Das war mein Stuhl, kann man schon fast irgendwie sagen. Ich habe mich jetzt gerade zurückgelehnt, während ich hier genüsslich davon erzähle und schwärme, wie das denn sich so alles verändert hat. Ja. Keine Ahnung halt. Keine Ahnung. Wisst ihr, was ich denke? Ich werde die Special Stages nicht zeigen, die neuen. Ich werde einfach auf meinen anderen Speicherstand gehen und werde dort euch das Super Sonic Finale einfach so zeigen. Weil die Special Stages zusammenzuschneiden plus Sonic Finale, Super Sonic Finale, das wäre jetzt kein kompletter Part. Das wäre einfach nur, ich gehe halt in Level, weiß dort, wo der Mega-Ring ist, ja. Geh dort rein und dann schneide ich euch das Zeug zusammen. So, dann habt ihr 3 Special Level. Je nachdem, wie oft ich fehle, seht ihr dann immer das Gleiche. Oder ich schneide das jetzt halt hier, das Super Sonic Finale, noch daran. Jetzt geht das Bild aus hier. Was mir aber hier sehr gut gefällt an Sonic... Ja, ich werde das auf jeden Fall so machen. Ich werde jetzt einfach das Super Sonic Finale noch dran schneiden. Ich werde auch den Endboss hier nicht mehr mit drauf machen. Werde das alles nochmal spielen. Dann seht ihr das. Und der Soundtrack, der da gerade läuft, ist übrigens schon sehr geil. Also, wie gesagt, ich war am Anfang nicht so gehypt von Sonic Mania wie die meisten wahrscheinlich. Aber als ich dann dieses Cinematic da, diese Opening-Animation gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich dann doch schon vom Hocker gerissen. Und da hatte ich auch schon die ein oder andere Freudenträne im Auge. Weil es halt doch so ein bisschen so die Kindheit ist, die zurückkehrt, ja. Und das ist ja doch dann immer ganz cool. Ja, und dann fällt mir gerade auf, wie viele Leute eigentlich daran gearbeitet haben. Und einfach so viele Leute, die da ihr Herzblut reingesteckt haben. Möchte ich auch alles gar nicht schlecht reden. Ich möchte nur sagen, das ist... Ja. Ich finde halt, es ist nicht so den Hype wert, den es hat. Ja, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Weil ich finde Sonic Forces und Sonic Mania, Achtung, Hater... Kommentare. Ich finde die gar nicht so verschieden vom Spielerischen her. Und storymäßig haben die beide auch gleich viel Story. Vielleicht ist das eine dann schlechter, weil man von dem mehr erwartet hat. An Story, gerade weil man halt so ein bisschen rausgehauen hat. Aber objektiv, ohne den ganzen Hype vorher und ohne die ganzen Enttäuschungen nachher, muss man doch sagen, die sind doch eigentlich ziemlich gleich. Finde ich jetzt. Nur, dass das eine halt diese neuere Schiene ist, mit dem modernen Sonic und sowas. Gut, der Charakter... Ja. Hab ja schon alles dazu gesagt am Ende von Sonic Forces. Jo, und ansonsten wird es natürlich weitere Let's Plays geben. Ich meine, jetzt werde ich natürlich erstmal Life is Strange dann soweit fertig machen. Noch ein bisschen aufnehmen auf jeden Fall.
je nachdem, wie ich dann halt dazu komme, will mich da ja auch nicht stressen. Wie gesagt, ich mache das hier hobbymäßig, ich mache das nicht hauptberuflich und will das auch nicht zu meinem Hauptberuf machen. Ich will nur so ein bisschen, ja, ich will nur so ein bisschen Spaß teilen hier mit der Community, ein bisschen auf YouTube, ein bisschen Laune verbreiten, vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen ein Grinsen ins Gesicht reiben. Jo, try again. Gut. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Abonniert mich, dann bleibt ihr aktuell. Und wir tryen es dann again. Beziehungsweise, nee, ihr seht mich ja eh gleich, wie ich das mache. Ich werde nämlich einfach voll frech hingehen. Und werde nämlich hier da hingehen, ja? Seht ihr? Geh auf diesen Speicherstand. Geh einfach auf die letzte Zone. Und dann sehen wir uns dann beim Supersonic-Finale, Leute. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Wie ihr seht, habe ich jetzt diesen Boss hier besiegt. Und jetzt geht's weiter in die spannende Phase. Denn jetzt kommt das große Supersonic-Finale. Es geht um den Phantom Ruby, hier dieser Typ, der auch einen geilen Schnurrbart hat. Der will sich den einverleiben. Und Eggman auch. Und der Kampf geht über mehrere Dimensionen und wir müssen immer nacheinander gegen die kämpfen. Versteht ihr? So. Ab geht's. Können wir Schallgeschwindigkeit ein bisschen rumbiegen. Dürfen halt auch nicht so viele Ringe verlieren. So, müssen wir ihn immer treffen. Kann ich denn immer... Ah, jetzt kommt Eggman. Der will halt den Phantom Ruby immer beschützen. Schläft mein Finger wieder ein, ey, Mann. So, die müssen wir immer unterschiedlich treffen, ja? Also immer einen nach dem anderen. Seht ihr? Und jetzt kommt wieder Eggman. Ganz geiles Finale hier. Bisschen mal unkonventionell, sag ich mal. So ist es. Auch wenn das eigentlich nur so ein Gespamme von Fähigkeiten ist von denen. Oh ja, der macht mir jetzt hier auf, mir voll auf die Nerven zu gehen. Schon cool, wie die immer wieder drum kämpfen, ne? Verrückten da. Ja, ist doch jetzt auch gut, Eggman. So. Ringe fliegen uns auch ab und zu wieder zu. Was hat denn jetzt ein Schutzschild eigentlich? Das kann ich so gar nicht. Das ist gut jetzt. Oh ne, das darf ich nicht machen. Denn sonst verlieren wir zu viele Ringe. So, wo ist denn die Lücke? Gibt's keine, oder wie? Doch. Nur das hier verletzt uns. Aber wir können ja wieder genug Ringe sammeln, sehe ich gerade. Wenn ihr seine nervige Attacke da macht. Ist jetzt genug rumgespielt oder willst du... Ah ja, jetzt. So. Jetzt kommt wieder hier der andere Max. Der verletzt uns nur damit. Mit dem anderen nicht. Ist gut jetzt da. So. Wo ist er denn? Da ist er. Oh ja, trifft uns noch einmal, natürlich. So. Ja, Eggman ist in der Hinsicht der leichtere von den beiden. So, jetzt bloß ausweichen. Nicht treffen lassen. Jetzt noch einmal du. Haben wir es dann? So. Beide besiegt. Phantom Ruby befreit. Oder gerettet. Oder was weiß ich was. So. Das haut uns jetzt in eine komplett andere Dimension.
Da kommt er angebraust. Das war das True Ending, Freunde. Ja. Gut. Ich habe es ja schon mal in dem Part gesagt. Daumen hoch oder Daumen runter. Wie ihr das wollt. Das Resümee haben wir gezogen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal dann. In einem anderen Let's Play. Das mit Knuckles werde ich nicht bringen. Weil, ja, die ganzen Knuckles-Level. Und da gibt es noch ein extra Ending, wenn man die speichert. Mit Knuckles and Knuckles. Mit Knuckles and Knuckles. Aber das mache ich nicht. Und da würde ich sagen, wir sehen uns in einem anderen Let's Play dann. Ciao!